Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video, wo ich euch eine Palette vorstellen werde. Und zwar handelt es sich heute um folgende Palette. Das ist einmal diese Legend of Ardra Palette von Adept Cosmetics. Ich habe bereits eine weitere, das heißt, es ist nicht die erste Palette von dieser Marke, deswegen kann ich so ein bisschen vergleichen, welche mir besser gefällt. Und dieses Packaging alleine ist schon ein Traum, finde ich. Ich finde es richtig, richtig schön. Innen ist ein Spiegel und das ist die Palette. So sieht das Ganze von innen aus und ich muss sagen, ich finde sie, also mich spricht sie an. Ich finde sie richtig, richtig schön. Bei Adept ist das meistens so, nicht immer, dass das eine Reihe matte Shades sind und der Rest schimmernde bzw. Multichromes. Und die sind wirklich, also so wie ich es von der letzten Palette kenne, ist es so, dass die wirklich sehr cremig im Grunde sind. Super, super schön. Das ist eine sehr eigene Formulierung. Die kenne ich persönlich so von noch keiner anderen Firma. Ja, das ist die neue Palette und ich bin sehr, sehr gespannt darauf. Also wirklich, die ist sehr, sehr teuer. Ich meine, also ich werde sie euch unten verlinken. Ich meine, was hat die gekostet? 89 Euro oder so um den Dreh. Die sind schon ein bisschen teurer, diese Paletten. Aber wir gucken mal, wie sie sich so macht. Ich werde als erstes wieder die Palette mit euch swatchen jetzt. Und dann seht ihr zwei Looks. Einen, den ich jetzt heute schminke und einen, den ich jetzt die Tage schminken werde. Ihr werdet das natürlich alles in einem Stück sehen. Genau. Achso, was ich auch zu diesen Paletten sagen kann, ich finde es ein bisschen schade, aber so sind die halt einfach aufgebaut, dass so wenig matte Shades sind und dafür so viele Schimmer-Shades. Ich fände ein mindestens gleichwertiges Verhältnis besser, wenn nicht sogar mehr matt, fände ich schöner. Aber naja, es ist nicht so und deswegen, ich komme damit klar. Und ich würde sagen, als allererstes swatchen wir die matten Shades. Ich gehe mal mit dem Finger rein. So. Das sind die matten Shades. Also wirklich mehr lila, pink. Ja, und das Ganze werde ich euch jetzt einmal hier am Arm swatchen. Da seht ihr einmal die Farben. Also die matten Farben machen auf jeden Fall schon echt ein gutes Ergebnis, würde ich sagen. Die sind gut pigmentiert, die sind kräftig. Die sehen schon mal sehr gut aus. So, einmal kurz die Pfoten sauber machen. Nicht, dass ich das Ergebnis verfälsche. Das ist die nächste Reihe. Dieser Ton hier war der einer von diesen gesprenkelten, sage ich mal. Aha, na, Fokus hier. Genau der hier. Der wird zu so einem gräulichen Ton. Ganz interessant sieht das aus, aber ich switch euch die einmal. So, das sind einmal diese Shades. Die könnt ihr jetzt in der Kamera aber manchmal so, wenn der Lichtstrahl das trifft, nicht so schön erkennen. Aber ich sag euch, die funkeln unfassbar schön. Also das sieht richtig, richtig gut aus. Man muss diese Textur natürlich mögen. Ist nicht meine Favorite-Textur, muss ich direkt sagen. Also finde ich super interessant, aber es gibt Texturen, die gefallen mir mehr. Aber es ist halt alles Geschmackssache. Ist aber trotzdem schön, so eine Palette mal mit so einer Textur zu haben. Und jetzt gehen wir in die letzte Reihe noch und die swatche ich euch auch einmal. So, da seht ihr jetzt die restlichen geswatcht. Der unterste hier, der hier ist der gesprenkelte Ton. Hier seht ihr zum Beispiel Duochrome richtig gut oder Multichrome. Ich glaube, das erkennt man ganz gut. Ja, das sind die Swatches. Ich bin gespannt, was wir für Looks kreieren. Ja, lasst uns einfach starten. Aber ich möchte noch kurz sagen, diese Shades hier variieren natürlich so ein bisschen. Je nachdem, welche Farbe ihr gut auf den Finger kriegt oder dann halt auf den Pinsel. Ist nicht jedermanns Geschmack. Ich finde es mal ganz nice. Ich muss nicht genau den einen Farbton haben. Der kann ruhig ein bisschen variieren. Da bin ich spontan. Mir gefällt es. Wir werden jetzt den ersten Look schminken und ich bin so gespannt, was bei rumkommt.
So, wir starten mit dem ersten Look und ich bin mir noch gar nicht sicher. Ich lasse mich so ein bisschen treiben, glaube ich. Ich glaube, jetzt gehe ich so ein bisschen, also den Ton möchte ich gerne verwenden, vielleicht das Pink, dass wir so ein bisschen in die pinke Richtung gehen und morgen dann vielleicht diese da. Ah, ich bin mir unsicher. Nicht einfach, Leute. Ja, ich glaube, oder ich mische ein bisschen. Nee, ich glaube, ich nehme den Ton und dieses etwas bläulichere Lila. Genau, ich glaube, das werde ich mal verwenden, weil das andere ist ein bisschen naheliegender noch. Ich möchte ein bisschen was probieren. Genau, ich gehe einmal in diesen rosa Schweinchenton, sage ich mal. Und gebe mir den jetzt. Oh, ich muss erstmal kurz hier ein bisschen noch Concealer in der Crease. So, den trage ich jetzt hier außen, innen auf. In der Crease einfach mit einem Blendepinsel. Ich habe einfach einen von Evelyn, also das passt so. Ist auf jeden Fall super pigmentiert, also da kann man echt nichts sagen. Der kommt direkt und das, obwohl ich ihn ein bisschen abgeklopft habe, super auf dem Lid raus. Ich gucke mal, ob der sich auch direkt ein bisschen schön verblenden lässt. So. Und auch das scheint gut zu gehen. Also die Qualität also dieses Tons auf jeden Fall schon mal gefällt mir sehr gut. Aber ich glaube, das ist nicht nur dieser Ton, sondern auch die anderen. Aber das sehen wir gleich. Das gleiche mache ich jetzt auch einmal auf der anderen Seite. Finde ich übrigens einen sehr, sehr schönen Ton. Also ist natürlich jetzt nichts, was es nicht schon in anderen Paletten gibt, aber gefällt mir bis jetzt. Dann verblende ich wieder ordentlich. Übrigens sieht man vielleicht, wie mitgenommen mein Pinsel schon ist. Den habe ich schon so lange, bestimmt seit ich, weiß ich nicht, 18 bin oder so, also schon 10 Jahre habe ich den sicherlich. Aber auch wenn er ein bisschen ruiniert aussieht, er tut noch seinen Dienst und das ist das Wichtigste. So, das ist der erste Ton. Jetzt gehe ich in einen anderen Pinsel rein und werde in Peace reingehen. Wie gesagt, das ist dieser etwas bläulichere lila Ton, sage ich mal. Und das setze ich jetzt außen hin. Der Ton. Ich muss mal gerade gucken, wie der ist. Ich dachte im ersten Moment, der wäre vielleicht ein bisschen fleckig, aber auch der lässt sich recht gut verblenden, muss ich sagen. Ja, doch, das geht tatsächlich ganz gut. Ich lasse den wirklich mehr außen, um zu schattieren. Verblende gut, verblende das Ganze in unseren ersten Ton. Dann mache ich das gleiche nochmal auf der anderen Seite. Und wie gesagt, ich klopfe das gut ab, weil die sind sehr pigmentiert. So gespannt, wie der Look gleich aussieht. Ich finde, das ist immer so, am Anfang sieht es so ein bisschen doof aus immer. Denkt man so, Gott, ob das was wird, aber trust the process. Meistens wird der Look dann doch ganz schön, vor allem nachher, wenn man dann noch Kajal und, nee, nicht Kajal, ich meine Eyeliner und Wimperntusche hinzufügt, dann sieht das Ganze einfach vollkommener aus. Und deswegen lasst euch bei sowas nicht gleich abschrecken, weil es vielleicht am Anfang ein bisschen seltsam aussieht. Das kommt erst wirklich am Ende richtig zusammen und dann sieht es in den meisten Fällen ganz gut aus. Das Wichtigste ist eigentlich, dass man das halt wirklich vernünftig verblendet. Und deswegen gehe ich jetzt nochmal in den ersten Ton rein und blende da nochmal alles ineinander über, die Übergänge. Den anderen Ton können wir am Ende nochmal intensivieren. Aber weil hier vorne ein bisschen die Farbe verloren gegangen ist, blende ich das nochmal in diesen lila-blauton rein. Und das klappt sehr, sehr gut. Finde ich bis jetzt ganz gut. Bevor ich den äußeren Ton jetzt intensiviere, möchte ich erst am unteren Wimpernkranz ein bisschen arbeiten. Da nehme ich auch hier diesen rosanen Ton. Gib den bis zur Hälfte aus am Mund auf am unteren Wimpernkranz.
So. Und außen gebe ich auch da wieder den anderen Ton hin. Man hat halt, also für mich sind halt die Mattentöne halt wirklich die Töne, mit denen man erstmal so dieses Grundgerüst schafft. Und ja, das Finish sind nachher halt so diese schimmernden Töne. Und deswegen finde ich einfach, dass wenn man so wenig matte Töne hat, man auch weniger Looks kreieren kann. Wisst ihr, was ich meine? Also weniger Vielfalt in einer Palette hat. Klar habe ich super viele Finishes, also nicht Finishes, sondern verschiedene Schimmertöne, die ich auftragen kann. Aber ich finde, das Grundgerüst sieht immer recht gleich dann aus. Und ja, ich persönlich favorisiere deswegen Paletten eher, die ein bisschen mehr matte Shades haben. Aber da ist jeder, kann jeder selbst machen, wie er möchte. Es gibt hier nun mal auch Paletten, wo nur Schimmer dran sind. Also es wäre gar nichts für mich, dann nehme ich lieber eine nur matte Palette. Aber auch das ungern. Also für mich, ich möchte, dass eine Palette alles hat. Aber halt am besten ein bisschen mehr matte Töne. Genau. So sieht das Zwischenergebnis gerade aus. Jetzt ist die Frage, welchen Schimmerton verwenden wir? Ich will auch nicht zu viel auf den Lid packen, weil ich finde, das vermischt sich dann alles. Ich glaube tatsächlich, weil es einfach ein bisschen spannender ist, nehmen wir heute einen von diesen gesprenkelten Tönen. Ich weiß nur noch nicht, welchen. Der obere war leicht gräulich, meine ich, und der untere grünlich. Komm, ich nehme den oberen, den gräulichen. Gehe da ein bisschen rein mit dem Finger. Zeige ich das nochmal, so sieht der aus. Und den tupfe ich mir jetzt. Wow. Also, seht ihr das? Ich habe nur ein bisschen drauf getippt mit dem Finger. Und es sieht so heftig aus. Dieser Schimmer, dieser Sparkle im Licht, Leute. Also ich glaube, in der Kamera werdet ihr das nicht so schön auf dem Auge sehen, wie es in echt ist. Also wirklich, ich sehe da unendlich viele Farben. Also ich sehe da grün, ich sehe da rosa, ich sehe Gold, ich sehe Silber, ich sehe blau. Das sind unfassbar viele schöne Farben. Und je nachdem, wie das Licht drauf scheint, kommen die Töne halt durch. Und das finde ich unfassbar schön. Wow, also das ist wirklich ein toller Shade. Und dieses Cremige, das ist einfach schön, es fühlt sich gut an. Und ihr seht ja, ich tippe ein, zwei Mal drauf und es ist direkt da. Also so, wie es sein sollte. Man kann natürlich jetzt auch mal einen Glitterprimer drunter packen. Ich finde, bei diesem Ton braucht man das nicht zwingend. Also wie gesagt, weil die sehr cremig sind, da bröselt nichts runter. Also jedenfalls bei mir nicht. Und kann man drauf verzichten. So, ihr Lieben, das ist drauf. Jetzt gehe ich, wie gesagt, noch einmal in diesen einen Ton rein, um das hier außen noch mal ein bisschen die Farbe wiederzugeben, weil ich da so viel verblendet habe, dass die Farbe so ein bisschen ausgegraut ist. Und wir wollen natürlich trotzdem noch ein bisschen was von der Farbe in ihrer Schönheit sehen, deswegen gebe ich das nochmal auf und blende das ein wenig in Schimmer rein. So, seht ihr das? Es ist wieder viel intensiver geworden. Das möchte ich. So, auf dieser Seite genau dasselbe. Jetzt gehe ich noch ein letztes Mal mit diesem pinken Ton noch einmal über die äußersten Kanten nur. Wir wollen nicht wieder das ganze Pigment wegnehmen. Wir wollen einfach nur die äußersten Kanten einmal verblenden. So. Und jetzt werde ich einfach mal kurz Eyeliner auftragen und Wimperntusch und dann sehen wir uns gleich wieder und einen Lippenstift und dann gucken wir uns das Endergebnis vom ersten Look einmal an. So, ihr Lieben, ihr seht, ich habe alles aufgetragen. Das ist der fertige Look, aber ich hole euch einmal näher ran, damit ihr es besser sehen könnt. So, so sieht das Ganze aus.
Ich finde, der Look ist schön. Der gefällt mir sehr gut. Bis jetzt kann ich nichts meckern über diese Palette. Bis jetzt gefällt es mir top. Ich konnte das gut auftragen. Es war gut pigmentiert. Hat sich trotzdem gut verblenden lassen. Die Schimmer, also der eine, wow. Ganz, ganz toller Look, mit dem ich mich sehr, sehr wohl fühle. Und ja, ich glänze ein bisschen. Aber es liegt daran, dass hier oben 100.000 Grad sind. Und ich schwitze wie sonst was. Dann noch mit den offenen Haaren. Oh. Naja. Ich finde es klasse. Könnt mir gerne sagen, wie ihr es findet. Aber für euch kommt jetzt gleich der nächste Look. Viel Spaß. Und schon sind wir bei Look Nummer 2 angelangt. Und ihr seht, ich habe hier einen schönen Freund bekommen. Nicht wundern. Der tut übelst weh. Aber egal. Ich hoffe, er ist bald fort. Ich werde ihn nicht vermissen. So, zweiter Look mit Adept Cosmetics. Ich habe mir noch keine Gedanken gemacht, was ich schminke. Aber wir legen einfach mal los. Ich nehme mir erstmal einen schönen Pinsel, Blendepinsel. Und wir hatten ja die Töne. Das heißt, ich wollte auf jeden Fall hier ins Pink reingehen. Dann würde ich sagen, starte ich auch direkt einmal mit dem Pink. Genau. Also ich nehme Blendepinsel und gehe in dieses Pink hier rein. Klopft das erstmal nochmal ab, weil ich kenne die Farbe ja noch nicht. Und wir tragen das Ganze. Ich muss aber den Concealer nochmal ein bisschen hier verblenden. So. Ja, Leute, was machen wir? Ich trage das Ganze erstmal in der Crease auf, komplett. Und auch hier ist die Pigmentierung gut. Man kann diese noch aufbauen, so ist es nicht. Aber es ist auf jeden Fall schon gut auf dem Lid. Man kann die Farbe sehr, sehr gut erkennen. Das Ganze mache ich jetzt auf dieser Seite auch. Noch muss es nicht perfekt sein. Erstmal geht es darum, ein bisschen Farbe drauf zu kriegen. So. Ich habe es momentan irgendwie mit Pink, oder? Jeder zweite Look ist momentan Pink, habe ich das Gefühl. Aber das stört mich nicht, weil ich mag das. Ich finde es gut. Vorher hatte ich eine Phase, da hatte ich immer Blau. Jetzt ist halt mal mehr Pink. So. Das ist schon mal ein guter Anfang. Leute, ich habe noch gar keinen Plan, was ich gerade schminke. Ne? Ich möchte auf jeden Fall jetzt in dieses dunkle Lila gehen. Da hätte ich aber gern einen schmaleren Pinsel, und zwar diesen hier. Gehe da rein, klopfe da ab. Ich gehe erstmal hier außen hin. Der ist auch schön. So, trage mir das hier schön außen hin. Und tatsächlich trage ich mir das jetzt auch nach innen hin. Also hier. Genau. Im inneren Drittel des beweglichen Lides trage ich mir das auch. Wie gesagt, muss noch nicht perfekt sein. Wir gucken erstmal, wo wir die Farben hinpacken. Das mache ich auf der anderen Seite genauso. Ich möchte nämlich jetzt eigentlich noch was anderes machen. So ein bisschen Halo-Eye vielleicht machen. Jedenfalls etwas in die Richtung. Also sieht noch ein bisschen schlampig aus, sage ich mal. Aber das kriegen wir nach und nach hin. Ich blende schon mal ein bisschen in das Pink rein. Gehe jetzt nochmal ins Lila rein, baue das Ganze ein bisschen auf. So, innen auch noch ein bisschen. Ich lasse das schon direkt frei. Ich werde jetzt nicht mit Concealer arbeiten, weil ich glaube, das wird auch so ganz gut gehen mit den Schimmerlidschatten gleich. So. Also den Lila-Ton finde ich sehr gut. Der lässt sich auch, wie alle Töne hier drin, super gut aufbauen. Finde ich schön.
ganz bisschen verbinde ich hier außen mit innen hier oben. Finde ich schöner. So, das ist schon mal gut. Jetzt gehe ich nochmal mit dem Pink und gehe noch über die Kanten drüber, damit das Pink ein bisschen intensiver wird. Weil ich möchte schon, dass man das vernünftig sieht. Das soll schon kräftig sein. Sehr schön. Der anderen Seite. Zieht das Ganze auch schön weit nach oben, damit man, wie gesagt, auch was wirklich vom Pink sehen kann. So, schon mal gut. Dann gehe ich mit einem Pinsel, der relativ sauber ist, hier nochmal über die Ecken, damit es da dann zur Haut auch ein bisschen weicher verläuft. Ich meine, es muss nicht perfekt sein. Darauf arbeite ich nie hin, dass es wirklich perfekt aussieht. Das soll mir einfach nur gefallen. Das ist das Wichtigste. Und dafür blende ich das ein bisschen, die Kanten aus, die nicht ganz so hart sind. So, boah Leute, es ist hier, sind schon wieder 1000 Grad gefühlt. So, dann geht's weiter. Dann gehe ich auch mit dem Pink am unteren Wimpernkranz entlang. Schön großzügig. Auf der anderen Seite genau dasselbe. So. Jetzt nehme ich mir nochmal einen kleineren Pinsel für den unteren Wimpernkranz und gehe da auch ins Lila. Und verbinde das mit dem hier außen. So, auf dieser Seite genauso. Und auch hier gehe ich innen ein bisschen hin mit dem lila Ton. Und da auch. So, hier ist noch eine Stelle, wo mir ein bisschen noch was fehlt an Deckkraft. So sieht das schon mal gut aus, so wie ich es haben möchte. Und jetzt überlegen wir uns, welchen Ton wir nehmen. Oh, ich glaube, Impostor sieht ganz gut aus, dass es so ein bisschen jetzt diesmal stimmig ist. Also ich würde jetzt gerne auch so einen Ton, der so ein bisschen ins Lila geht. Ich glaube, dann nehme ich einmal das hier. Das ist der Ton Impostor und ich glaube, den gebe ich mir jetzt da auf, wo wir das Lied freigelassen haben. Dann sieht das Ganze so aus. Ich finde, das sieht sehr schön aus. Ja, doch, das sieht cool aus. Schminke ich relativ selten so, muss ich sagen. Also den anderen Look, den ihr gesehen habt, das ist so mehr mein Basic, wie ich einfach Looks schminke. Das mache ich häufiger so. Ich bin normalerweise nicht so, dass ich unbedingt die dunklen Töne auch nach innen gebe, aber mal finde ich das ganz cool. Ich dachte, wir machen heute mal was anderes. Das gefällt mir, aber mache ich, wie gesagt, einfach nicht regelmäßig so wie jetzt. Dann gehe ich da noch so ein bisschen mit dem Pinsel drüber, um auch hier das ein bisschen auszusoften. Dann muss ich hier noch ein bisschen weiter nach außen und nach innen dort gehen. So. So, und am unteren Wimpernkranz würde ich davon auch ein ganz bisschen geben. Dann nehme ich mir einfach wieder einen Pinsel. Ich hoffe, das geht damit. Ja, geht schon, aber ich glaube, mit dem Finger ist trotzdem besser. Oh Leute, ich gehe da mit kleinen Finger rein. Es geht einfach besser als mit dem Pinsel und das, da habe ich keine Geduld für. So,
so würde ich es lassen. Jetzt habe ich den einen Ton, den einen matten Ton jetzt nicht verwendet, aber ich finde, das ist so gut. So möchte ich das gerne lassen, den Look. Das gefällt mir sehr gut. Ich mache mich gerade ansonsten fertig und dann sehen wir uns sofort wieder. So, und damit ist der zweite Look komplett. Ich hole euch noch mal näher ran. Und ich hoffe, ihr kennt das. Ich finde den Look persönlich sehr, sehr schön. Ihr könnt mir gerne schreiben, wie euch das gefällt, welcher Look euch besser gefällt. Ich mag beide. Ich finde beide schön. Ich finde die Palette... Ich kann schon wieder nicht sprechen, Leute. Ich finde die Palette äußerst schön. Die gefällt mir sehr, sehr gut. Ich zeige sie euch nochmal. So sieht die aus. Und mich würde interessieren, ob ihr diese Palette besitzt, wie ihr sie findet, oder ob ihr euch die gerne kaufen wollen würdet. Ich setze euch den Link zu der Palette wieder in die Infobox unten und ja, ich hoffe einfach, das Video hat euch gefallen. Dann lasst gerne einen Daumen nach oben da und ansonsten sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Video wieder. Bis dann, ciao!